Eine weitere Methode zur Bestimmung der Oberflächenspannung einer Flüssigkeit ist die Steilkühlen-Methode. Aus der Steilkühlen einer Kapillare können wir Gamma ermitteln. Quecksilber als nicht benetzende Flüssigkeit wird aus einer Kapillare herausgedrückt. Wir haben eine negative Steilkühe H. Zunächst berechnen wir den Krümmungsradius der Quecksilberoberfläche. Dieser entspricht nicht gleich dem Radius der Kapillare. Wir müssen den Randwinkel mit berücksichtigen. Wir haben 50 Mikrometer als Kapillarradius. Wir haben aber etwa 65 Mikrometer als Krümmungsradius des Quecksilbers. Aus diesem Krümmungsradius können wir mittels der Laplace'schen Gleichung den Krümmungsdruck ausrechnen. Es ergibt sich ein Krümmungsdruck von 14.700 Pascal. Auf der konkaven Seite hier muss ein um 14.700 Pascal höherer Druck vorliegen als auf der konvexen Seite. Dies erreicht das Quecksilber dadurch, dass es nach unten sinkt und einen hydrostatischen Druck aufbaut, der genau 14.700 Pascal entspricht. Den hydrostatischen Druck rechnen wir mit der bekannten Formel Rho mal G mal H. Wir lösen nach H auf und erhalten eine Steighöhe oder eine negative Steighöhe von 0,11 Meter, also 11 cm. Das gleiche Experiment mit Wasser sieht so aus, dass das Wasser als benetzende Flüssigkeit nach oben steigt. Auch hier rechnen wir zunächst den Krümmungsradius der Wasseroberfläche aus. Das ist hier sehr einfach, denn Theta ist gleich 0, damit stimmen Krümmungsradius der Wasseroberfläche mit dem Krümmungsradius der Kapillare überein. Wir setzen die 50 Mikrometer ein und die 0,073 Newton pro Meter für die Oberflächenspannung von Wasser, erhalten einen Krümmungsdruck von 2900 Pascal. Dies entspricht einer Steighöhe von 29,8 cm.